liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Ja, Freunde, was haben wir denn hier heute auf dem Gabentisch? Wow, mal was ganz Feines und tatsächlich mal wieder ein Zuschauerwunsch, der mich indirekt erreicht hatte, nämlich beim vergangenen, ist schon 2019 her, Unboxing-Video, wo wir bestellt hatten. Ja, da war nämlich auch hier dieses interessante Bierchen aus Bayern drin, ein Weißbier, und zwar die Turmweiße. So, die Turmweiße soll wohl was ziemlich Besonderes sein, also eine richtige Weißbier-Spezialität, die richtig lecker sein soll. Und ja, mich hat einfach mal so die Aufmachung, ja, das Etikett hier irgendwie angesprochen. So, Turmweiße, und dann ist dann auch noch so ein interessanter Turm da zu sehen, der schon so ein bisschen so auch wieder so an diese märchenhafte oder ja so Steampunk-Geschichte erinnert. Ich halte es mal kurz so rein, vielleicht erkennt man so ein bisschen. Also sieht doch eigentlich mal ganz ansprechend aus. Nur mal ein bisschen moderner, mal ein bisschen gewagter, oder? So vom Etikett her. Ich finde das ganz cool. Und steht auch nochmal drauf, bayerische Weißbier-Spezialität. Ja, interessant, Freunde, interessant. Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hefe haben wir selbstverständlich drin. Genauso wie auch Weizenmalz drin ist. Und das Ganze hat 5,9% Umdrehungen. Ja, sollte schon mal was sein. Jo, Freunde, bin gespannt, bin jetzt richtig gespannt, ich habe richtig Bock drauf. Ja, ich weiß, ich wusste nicht genau, ob ich heute das Bierchen trinken möchte, so schon zum Mittag, oder ob ich nicht lieber bis abends warten möchte, weil ich habe mich überlegt, so, weil heute Abend gibt es bei uns was richtig Leckeres, da gibt es eine schöne Pasta, und ich habe halt überlegt, so, naja, Mensch, ja, dann schmeckt das vielleicht noch danach am besser, so als jetzt so Stulle gegessen. Wenn es was Besonderes ist, ne, wisst ihr schon, was ich meine. Aber egal, wir haben ja eh immer Bierdurst. Und wenn es gut ist, dann holen wir uns eben ein zweites Fläschchen. Also Freunde, ich würde sagen, wir machen einfach mal auf und schauen mal, was wir da haben. So, zunächst erstmal haben wir hier eine schöne Kapsel, Turmweiße. Die ist auch, wie gesagt, schön bedruckt. Die schaut dann so aus. Richter Sammler. So, dann wollen wir mal gucken. NRW-Flasche, für bayerische Biere tatsächlich ein bisschen untypisch. Da sind wir eigentlich eher die Euro-Flaschen gewöhnt. Entspannungsverdampfung, ja, ist vorhanden, aber nicht sonderlich viel. Ein bisschen kommt raus, aber eher gemächlich. Würde ich sagen, lassen wir mal laufen. Ich bin gespannt, Freunde, was wir da jetzt gleich bekommen werden. So, ziehen wir mal. Oh, habe ich Bier durch, Leute. Ich habe so ein Bier durch. So, und den Rest, den müssen wir wahrscheinlich dann mal da herausrühren. Oder herausgeschütteln. Okay, das sieht schon mal sehr anständig aus, muss ich sagen. Fragt mich auch bitte nicht, was die Flasche jetzt gekostet hatte, weil das ist schon zu lange her. Überlegt mal, das war gewesen, als wir auch die Kölsch-Biere 2019 bestellt hatten. Kurz danach. Bierlinie war es, glaube ich, nicht. Das war, Gott, ich weiß das gar nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir das Video ja abgedreht gehabt, wo sie bei war. Was steht hier noch? Das ist der Karton rum? Ne, da steht leider auch nicht mehr rum, der Karton. So, dann gießen wir mal eben auf. Wow, da kommt auf jeden Fall eine Trübung mit rein ins Glas. Wow, wow. Aber das ist mal richtig krass. Also das ist ja richtig mein... Das muss ich mal ganz schnell reinhalten, Leute. Ich hoffe, man erkennt es. Schaut euch mal diesen Spitz... Also, das ist ja mal ein Spiraleneffekt. Also, boah. Also das schlängelt sich hier richtig runter. Ich glaube, das erkennt man gar nicht. Ich muss mal dicht daran, dass ihr das seht hier, Freunde. Schaut euch das mal an. Seht ihr das hier? Das hier? What? Das ist ja mal richtig krass. Okay, also so hübsch habe ich es tatsächlich noch nie gesehen. Da müssen wir auf jeden Fall gleich mal drauf zu sprechen kommen. Das ist ja mal der absolute Wahnsinn hier. Erstmal, was ist denn das? Ist ein Bier. Gibt sich als Bier zu erkennen. Nichts Verrücktes, nichts Spezielles, nichts Außergewöhnliches, aber etwas sehr Hübsches. So, und da schauen wir uns jetzt mal vom Blümchen aus an. 1, 2, 3. Drei Finger breite Blume. Schneeweiß das Ganze. Feinporig. Ja, da ist absolut keine Luftbläschen drauf. Keine Kraterbildung. Gar nichts. So sollte das bei einem anständigen Hefeweißbier sein. Schaut selbst. Ja, hält locker 90 Sekunden Standard. Kompakt da im Glas. Durch. Die steht richtig stabil, so muss das sein. So, und dann gucken wir uns das Ganze mal hier an. Also ihr habt ja gesehen, als ich eingeschenkt hatte, noch vor dem Rausrühren, vor dem Rausschütteln, bevor wir es reingekippt haben, die restliche Hefe, da sah das ja richtig, ja, klar aus.
Und dann die Hefe, die ist wirklich richtig so, ich hoffe, dass die Kamera es eingefangen hat. So wirklich aber richtig spiralenförmig. Die hat sich richtig so gedreht, so wie so eine Schraube nach unten. Und das ist natürlich immer ein ganz besonderer optischer Effekt, den ich ja liebe bei einem Weißbier. Ne? Also das ist wirklich richtig klasse. So, dann haben wir hier dementsprechende Saftigkeit drin, aber ich glaube, das erkennt man mit bloßem Auge. Also da können wir einfach nicht durchschauen. So muss das sein. Weißbier muss einfach naturtrüb sein von der Hefe her. Da darf man nicht durchgucken können. Ja, und es sieht dementsprechend richtig deep, richtig tief, richtig saftig aus. Alles andere als wässrig. Dennoch verliert es nicht diesen Naturcharakter. Ich finde, das Ganze sieht natürlich aus, nicht irgendwie chemisch oder ähnliches. Da haben wir hier wirklich Glück in Deutschland, dass wir da ein hohes Qualitätslevel erreicht haben. Und ja, toll, sieht fantastisch aus. Von der Färbung her würde ich sagen, helles Orange und helles Getreideorange. So, das kann man so tatsächlich durchgehen lassen. Karbonisierung vorhanden, perlt ordentlich ab nach oben, das kann man sogar noch erkennen. Und jo, sieht lecker aus. Also ganz klar, müssen wir mal eben bewerten. Ist ja wohl logisch, ne? 6 von 5 / 6 möglichen Punkten und damit eine Krone-Bewertung für die Optik, für die Ästhetik. Gefällt mir sehr, sehr gut, wie das Ganze hier ausschaut. Das macht mir richtig Appetit und ihr wisst, was das bedeutet. Was sage ich dann immer? Ja, ganz klar, wenn der Wirt mir dazu hinstellt, sage ich, komm Junge, lass mal stehen, zapf schon mal da die nächsten Biere, ich habe Bierdurst. Ja, also das ist auf jeden Fall schon mal richtig, richtig lecker, finde ich richtig toll. So, dann wollen wir mal gucken, was da in die Nase aufsteigen mag. Kleines Bouquet, mal schauen. Ja, fruchtige Banane, ne? Die Banane... Die kannst du deutlich herausschnuppern. Schön bananig, fruchtig, leicht mehlig, so muss das sein. Weizenmalz merkst du auch. Ja, intensiver Malzkörper kommt definitiv durch. Nussigkeit, Lieblichkeit schwingt auf jeden Fall im Bouquet auch mit. Selbstbewusste Aromen. Und was ich sehr schön finde, auch hier, was bei einem Weißbier Pflicht meines Erachtens ist, man muss diese gewisse Hefe auch herausduften können. Nicht nur von der Optik her muss es sich das schön präsentieren, sondern auch vom Bouquet her muss das einfach schön in die Nasenflügel aufsteigen. So eine richtig schön hefigen Nuancen, die erwarte ich da auch, die einfach auch ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, dieses leicht säuerlich herbe tatsächlich auch schon, ja, in die Nasenflügel zaubern. Also das ist schon... Das mag ich immer. Also je ausgeprägter das Ganze dann tatsächlich ist, je lieber habe ich es dann. Das ist dann aber natürlich subjektiv. So, Freunde, nun wollen wir mal gucken, was die Turmweiße so geschmacklich zu bieten hat. Bis jetzt Optik, Ästhetik und vom Bouquet her, wie es duften tut, absolut reine Sahne. Richtig lecker. So, machen wir mal, was wir am liebsten machen, ne? Genau, Antrunk, Freunde. Ihr Lieben, auf euch, zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Wollen wir mal. Ja, oh, qualitativ top, merkst du aber auch sofort. Dynamischer Antrunk, ganz klar ein Weißbier der dynamischen Art, das ist gut, hat einen guten Zug drauf, ist erfrischend, gut temperiert. Schön im Sommermonaten im Biergarten, ganz klar biergartentauglich, ist süffig. Können wir schon mal festhalten, ist süffig und dynamisch. Ein Hybrid schließe ich aus, weil die Gemütlichkeit, wie gesagt, sich schon beim Antrunk jetzt hier eher so ein bisschen eher zurückhält. Das liegt daran, dass es saftiger aussieht, als es tatsächlich ist. Und da haben wir ja nun jetzt die letzte Zeit ja schon, ich sag jetzt nochmal 2020, schon so ein paar Weißbiere getestet, wo es eben nicht der Fall ist, da wo sie halt ein bisschen saftiger daherkommen. Da müssen wir hier nur das Kösslaner aus Bayern müssen wir da nennen. Ja, also das ist ganz klar. Jo, Rügenbacher auch. Langanhaltender Nachgeschmack beim Antrunk, das finde ich sehr gut. Ein schön langer Nachhall erwarte ich ebenfalls bei einem guten Weißbier. Von der Seite also auch alles richtig gemacht. Ja, und breitet sich natürlich schön flächig aus. Ne? Ist alles komplett benetzt. Ja, Zunge, Backen, Innenwände, alles wunderbar. Da beißt nichts, da zwickt nichts, da juckt nichts. Ist sehr, sehr angenehm im Mundraum zu haben, das Bier. Finde ich sehr, sehr gut. Ist auch ein ehrliches Bier, kann ich auch schon beim Antrunk tatsächlich herausfeststellen.
Das heißt, ja, das verzeiht einen auch, wenn man es mal ein bisschen zu kühl trinkt, vielleicht im Sommer. Ja, so bei 6 Grad Trinktemperatur wird man auf jeden Fall dann auch sagen, ja, kein Problem, kriegen wir hin. Die Aromen dort drin, die einzelnen Nuancen, die sind stabil und selbstbewusst genug, sodass man da tatsächlich noch so ein bisschen was dann merkt, ja, auch wenn es dann zu kalt ist. Also das passt auf jeden Fall. Ja, an und für sich muss ich sagen, das ist ordentlich vom Andruck her. Das macht Bock auf mehr. Ja, das hat mich jetzt nicht sofort umgehauen, ja, so wie das Kestlaner, aber das ist hier schon ordentlich. So, da müssen wir mal noch weiter reingucken hier. Mal sehen, was wir dann noch haben. Mal einen kleineren Schluck nehmen, ne? Ja. Also hier, ich bin gerade am Überlegen, wo der Fokus hier drauf liegt bei dem Bier. Ich würde mal schon sagen, dass man stolz ist auch auf den Malzkörper. Ne? Also der spielt ja schon eine relativ große Rolle. Man merkt einfach, der ist sehr, sehr gut ausbalanciert. Das heißt, es ist sehr harmonisch abgestimmt. Man merkt tatsächlich so diesen Weizengehalt in drin. Der macht sich da sehr, sehr gut. Der breitet sich schön flächig aus. Geht über in diese urige, ich nenne es immer kernigen Nuancen, die so eine leicht nussige Note haben. Und diese nussigen Noten, ihr kennt das, wenn ihr Nüsse isst, dann ist auch immer so eine leichte Lieblichkeit mit im Spiel. Und genau das nehme ich hier beim Malzkörper tatsächlich auch wahr. Das finde ich sehr gut. Das ist keine aufgesetzte Süße, sondern wirklich eine fein abgestimmte Lieblichkeit, die ja ganz klar vom Malzkörper herkommt. Spannend wird es dann, wo es rübergeht in diese eher fruchtigeren Nuancen tatsächlich rein, die so ganz klassisch natürlich nach Banane schmecken, wie man es auch von einem bayerischen Weißbier gewohnt ist, was wir ja auch so mögen, nicht wahr? Und das ist so dieses Interessante an der ganzen Geschichte, dass das hier weniger harmonisch überläuft. Ich will jetzt aber auch nicht das Gegenteil sagen, konträr unharmonisch, sondern eher ruppiger. Ich nenne es mal ruppiger. Das heißt also, der Malzkörper, der breitet sich schön flächig aus und dann so zack ist diese Fruchtnuance tatsächlich auch schon da. Dieses Bananige, dieses Fruchtige, wie man es halt auch mag und wie man es kennt. Nur es gleitet halt nicht ineinander über, sondern ist so zack, fast schon wie so eine Kante da, so mit Fingerschnippen. So, jetzt kommt die Fruchtigkeit. Die Fruchtigkeit vergeht ein bisschen und was kommt danach? Ja, dann hast du halt diesen langen Nachhallgeschmack von der Hefe natürlich noch, was ich persönlich subjektiv ja sehr mag. Ich mag ja diese Hefebomben, ne? Das wisst ihr. Ich sage ja auch immer, ich bin derjenige, der seinen Rüssel ständig über den frisch gebackenen Pizzateig im Prinzip hält. Ne? Also deswegen, das passt schon. Ist ein bisschen, ja, muss man natürlich mögen, das sage ich mal ganz klar. Manch einer, der sagt, ich mag mehr so diese fein abgestimmten, harmonischen Übergänge der einzelnen Nuancen in der Textur. Der andere sagt, nee, ich finde das besser, wenn die sich dann halt so wirklich so recht eindeutig, so halt sehr präsent dann auch zeigen. Ne? Also das ist das, das ist das, das ist das und halt nicht so, dass es ineinander übergleitet. Muss, wie gesagt, es ist immer unterschiedlich, je nachdem, wie man es mag, was man favorisiert. Ich mag ja eher so, dass sich das so übergleiten tut. Das finde ich persönlich schöner. Aber nun gut, macht ja nichts. So, noch ein bisschen weiter hier, ne? Die Spritzigkeit hingegen gefällt mir wieder sehr gut. Das ist einfach, das ist jetzt nicht zu spritzig, sodass dann so dieses Prickeln, diese zusätzlichen Reize, die auf der Zunge geschaffen werden, nicht komplett alle feineren Nuancen zerstört. Das finde ich sehr, sehr gut. Das ist genau richtig, um zusätzlichen Reiz zu schaffen, aber das halt nicht aufgesetzt oder übertrieben. Das finde ich sehr gut. Entgegengesetzt haben wir hier aber auch Spitzen drin. In der gesamten Textur müssen wir einfach auch nochmal erwähnen, die auch nicht aufgesetzt wirken, sondern die sind halt selbstbewusst. Ne? Die präsentieren sich, weil sie einfach eine gute Qualität haben, die einfach so sagen, hey, na, einen tollen Geschmack, das passt alles zusammen. Das ist ein Konzeptbier, wunderbar. Und dann sind wir auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Ne? Genau das gleiche verhält sich auch mit der Säure. Der Säureanteil zum Glück, muss ich sagen, hält sich hier sehr zurück. Auch das, was mir persönlich sehr sympathisch ist, weil ich mag ja keine sauren Biere, nicht wahr? Deswegen passt das auch hier. Ja, und im Abgang, sagte ich schon, da hält sich die Spritzigkeit und dann bekommen wir es nochmal mit der Hefe zu tun. Gut, fassen wir zusammen. Turmweiße, bayerische Weißbier-Spezialität.
Leute, was soll ich sagen? Das ist ein ordentliches Bier. Das ist ein ehrliches, ordentliches Weißbier von hoher Qualität, das man zweifelsfrei hin und wieder trinken kann und sogar seinen Gästen anbieten kann. Die werden sich nicht beschweren. Das ist in Ordnung. Da ist soweit alles richtig gemacht. Das heißt also objektiv, ganz klar, Daumen hoch, Doppeldaumen hoch, richtig tolles Bier, was da gebraut worden ist. Subjektiv kommen wir jetzt zu meinen persönlichen Geschmackswahrnehmungen. Hier muss ich sagen, im direkten Abgleich mit deutschen Weißbieren, die wir so bisher hatten, fehlt mir hier, und das ist auch so der Hauptkritikpunkt, die Saftigkeit. Also ich mag es dann halt wirklich so richtig intensiv saftig. Und das vermisse ich hier so ein bisschen. Hier bewegen wir uns auf einen guten Durchschnitt. Ja, das ist so eine Saftigkeit, die hier drin ist, die absolut solide, so richtig durchschnittlich ist. Also damit macht man es jedem recht letztendlich. Nur die, die es halt saftiger mögen, ne, wie zum Beispiel das Köslaner oder so, ja, die werden da natürlich ein bisschen enttäuscht sein, die da sagen so, ach ja, das ist mir nicht saftig genug. Der zweite Kritikpunkt, den ich habe, das habe ich schon angesprochen, das ist diese leichte Kante, nicht die Alkoholkante, sondern einfach die Kante, die so, ja, ich sag jetzt mal disharmonisch, ja, mit den einzelnen feineren Nuancen spielt. Das ist dann einfach so, zack, ist dieses Aroma da, dann kommt dieses Aroma, dann kommt dieses. Ohne aber, dass es so ein schöner fließender Übergang ist. Das ist so ein bisschen, was mich dann auch so in der Textur so ein bisschen stört. Das ist aber dann so Meckern auf hohem Niveau. Die Positivität in diesem Bier, die überwiegt ganz klar. Ich sagte es schon, die Qualität der Rohstoffe, die scheint ausgezeichnet zu sein. Man merkt sofort, das ist ein Konzeptbier, man hat sich da Gedanken gemacht. Man könnte auch sagen, mit Liebe gebraut, ganz klar. Auch wie es aussieht, vom Bouquet her auch super. Einschank super. Aufmachung, ja, vom Gebinde hier auch super. Also da passt eigentlich alles zusammen. Hefe habe ich schon angesprochen, die spielt hier auch eine große Rolle. Die mag ich auch sehr. So komme ich zum Schluss als Biersüffler, das kannst du eigentlich nur hoch bewerten. Krone-Bewertung haue ich auch so aus den genannten Gründen nicht raus, aber ganz klar, verdiente 5 von 5 / 6 möglichen Punkten, das ist es mir wert. Biersüffler spricht eine Empfehlung aus, nehmt es mal mit, wenn ihr es irgendwo stehen sieht, ist ein hochwertiges Bier, macht Spaß zu trinken. Zum Wohl, Freunde. Da kümmere ich mich jetzt noch drum. Wenn euch das hier gefallen hat, lasst da einfach ein Abo da. Wenn nicht, sehen wir uns einfach morgen wieder im neuen Biertest. Bis dann, ciao, euer Biersüffler.